Stop dancing, boy. Never shout. There's no hope, no place to go. Herbst 1904. Flottenaufrüstungen in England und Deutschland werfen den Schatten des Ersten Weltkriegs voraus. Was suchen die beiden jungen Engländer Davis und Carruthers auf ihrer Yacht Dulcibella zu dieser Zeit im deutschen Wattenmeer? Warum begeben sie sich in Gefahr? Auf Norderney lernt Davis den reichen Kaufmann Dollmann kennen und entkommt nur mühsam einem Hinterhalt, in den ihn Dollmann mit seiner Yacht Medusa lockt. Dollmann entpuppt sich als Engländer und ehemaliger Lieutenant der Royal Navy. Arbeitet er jetzt als Agent für die Deutschen, für Fregattenkapitän von Brüning? Ist seine Tochter Clara nur sein Werkzeug gegenüber dem verliebten Davis? Welche Rolle spielt der Ingenieur Böhme? Und ist die geheime Schatzsuche auf Memmert Sand nur das Tarnunternehmen für eine ungewöhnliche militärische Operation? Überraschend darf Davis die Bergungsarbeiten besichtigen. Doch unter Wasser verliert er das Bewusstsein. Clara pflegt den Kranken gegen den Willen ihres Vaters. Carruthers erfährt von einem Treffen zwischen von Brüning und einem geheimnisvollen Gast, über das Dollmann ausdrücklich nicht informiert wird. Unerkannt kann Carruthers einer Delegation von Militärs bis zum kleinen Hafen von Bensersiel folgen. Leutnant, lassen Sie zugweise antreten und in die Boote einrücken. Jawohl. Achtung! In Linie antreten! Marsch, marsch! Dritte Kompanie stillgestanden! Die Augen! Dreifachen! Hurra! 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 Krieg!
Sorry. Bevor wir in die Schutten einrücken, ermahne ich euch an die Verhaltensregeln, die wir besprochen haben. Das war der neue Heizer? Die gesamte Aktion, ja. Der genau. Heiser, die. Wird durch den Wind über das Wasser getragen und verrät unserem Gegner Art und Umfang der Operation, die die allerhöchste Geheimstufe trägt. Für das Bist du allein im Maschinenraum? Ich bin immer allein. Männer, Hast du was zu trinken? Aber immer. Gute Kumpel, bis gleich. Rette Kompanie, wehrt euch! Erster und zweiter Zug, stillgestanden! Rechts, um! Pumpweise in die Boote, abrücken! Ich bin sehr zufrieden, Bullen. Jetzt die nächste Fahrt. 3 Stunden Fahrt ins Operationsgebiet. Wir nehmen den Weg über die offene See. Dort können die Schutten ihre Seetüchtigkeit beweisen. Anschließend Vereinigung sämtlicher Verbände und Beginn der Phase 3. Alles unterwegs? Alles unterwegs. Und warum gerade Memmertsand? Memmertsand. Aus Gründen der Geheimhaltung. Memmertsand ist unbewohnt bis auf unsere Station und kann ideal abgeriegelt werden. Wenn die Herren mir jetzt in die Kajüte folgen würden, dann könnte ich Ihnen dort Phase 3 erläutern. Meine Herren.
Ihnen, dass ich keinen Argwohn, selbst bei der Einheimischen, erfüllte. So konnten wir eine beträchtliche Stückzahl Schutten auf Kiel legen und bereits vom Stapel laufen lassen. Probleme machen uns die Schlepper herkömmlicher Bauart mit ihrem für das Wattenmeer zu großen Tiefgang. Aber dieses Problem wird auch bereits gelöst. Wir müssen für heute eines sehen. Es handelt sich mehr um eine Demonstration als um ein Manöver unter echten Gefechtsbedingungen. Es wäre zum Beispiel nicht ein einziger Schuss, eine Nacht- und Nebelaktion sozusagen. Ich habe lange verstanden. Die preußische Armee soll sich wieder mal verstecken. Mit Verlaub, ein Bekanntwerden der Aktion wäre zum gegenwärtigen Zeitpunkt politisch nicht opportun. Militärisch würde es uns den Überraschungseffekt nehmen. Die Herren sind sehr schlau. Ihre Phase 3, wohin? Memmert Sand. Vereinigung sämtlicher Verbände in circa 2 Stunden. Ab hier nützen uns die Schlepper nichts mehr. Beginn der Landeoperation. Die Soldaten rudern ihre Boote selbst an den Strand. Leichte Artillerie in der Mitte, Infanterie an der Flanke. Feindliches schweres Feuer kann nicht angenommen werden, wird aber im Ernstfall von unserer Flotte hier, hier und hier beantwortet. Wir konzentrieren uns bei dieser Übung ausschließlich auf den technischen Teil der Landeoperation. Mit anderen Worten, wir haben nur eine Partei, Invasionstruppen. Gut, gut. Und wie halten Sie es mit den natürlichen Gegebenheiten des Schlachtfeldes? Was hat Memmertsand mit der Themsemündung oder der Washburg zu meinen? Die Bedingungen sind nahezu identisch, Majestät. Wir haben uns einen genauen Überblick verschafft. Memmertsand ist die Themsemündung, was die Beschaffenheit des Ufers, was Gezeiten, Tiden, Tiefen, Strömungen und so weiter anbelangt. Ach ja, Sie hatten ja da diesen englischen Freund, der Ihnen geholfen hat. Übernehmen. Sagen Sie. Sehr taktvoll, dass er nicht anwesend ist. Jetzt versuchen wir ihn genau zu identifizieren. Bitte schön. Sehr guter Zeitplan. Die einzelnen Schlepper werden jetzt nach und nach zu unserem Verband stoßen. Wir werden kurz vor Memmert Sand vollzählig sein. Hat er Feuer? Selbstverständlich. Er ist offensichtlich der Heizer, nicht wahr? Ja. Da muss er ja Feuer haben. Ja, das Feuer ist mein Element, Euer Majestät. Trefflich bemerkt. Hoffentlich nicht das Spiel mit dem Feuer. Nur seine Kontrolle. Euer Majestät. Bleib doch ruhig hier. Es gibt doch keine Mannschaftstanks. Die frische Luft ist doch wohl für alle da. Ich brauche eine zur Gesellschaft. Oh, Euer Majestät sind sehr großzügig. Wir übernehmen du nochmal. Ja, gut. Würzig, dieser ägyptische Tabak. Kein Vergleich zu den modernen Virginia-Fischen. Ich sehe, er weiß eine gute Sache auch zu erkennen. Wer zum Teufel ist das? Erst dachte ich, das wäre unser Heizer, aber der raucht nicht. So, warten Sie. Wenn das der Heizer ist, bin ich die Dampfmaschine. Los, Brüning, Pfeffer, kurz, Protest. Unmöglich, bleiben Sie hier. Los, kein Skandal. Das kann uns den Kopf kosten. Wir warten, bis seine Majestät unterdeckt ist. Sehr gut, zu einem leichten Weißwein zu rauchen. Verdirbt nicht die Blume, sozusagen. So. Was ist denn los? Da ist mir Weißwein eigentlich nur zum Essen. Genieße solo über meinen guten Orten.
Ja, ein guter Roter verträgt allerdings auch eine kräftige Havanna. Ja, das will ich mal. Schätze dennoch eine gute Zigarette, tagsüber unterwegs. Ja, ja. Selbstverständlich, eine Havanna braucht Ruhe und Beschaulichkeit. Er weiß gut Bescheid um diese Dinge. Werde ihm mal ein Kistchen zusenden. Name und Anschrift sage er dem Rittmeister. Sie zittern ja. Ja, wer ist denn da? Am Ruder. Am Ruder? Ich bin am Ruder. Volle Kraft zurück! Mann, lieber Bauer! Mann, lieber Bauer! Hier geblieben! Hier geblieben! Haltige fest! Wir brauchen Licht! Scheinwerfer! Scheinwerfer! Befehlen Sie Ihren Leuten zu schießen, Mann! Majestät! Majestät! Wir sind aufgelaufen! Ich hatte doch ein Gespräch mit einigen Tiefkrankern. Warst du an meinem Schreibtisch? Du glaubst doch hoffentlich nicht, dass ich an deinen Schreibtisch gehe. So, dann werde ich jetzt einen Arzt rufen. Er soll sich deinen Kranken mal etwas näher ansehen. Also doch. Ja, leider. Sie haben sich die ganze Zeit nur verstellt. Warum haben Sie das getan? Ich brauchte einen Grund, um im Haus zu bleiben. Warum? Weil ich die Wahrheit wissen will. Sie waren auf Memmertsand. Sie sind hinuntergetaucht. Sie haben alles gesehen. Und warum haben Sie auch mir etwas vorgemacht? Ich versuche, Sie zu schützen und Sie vertrauen mir nicht. So. Kann man Ihnen denn vertrauen? Ich habe den Schreibtisch Ihres Vaters nicht durchsucht. Oh. Lieutenant Castle, Sie packen jetzt Ihre Sachen und kommen mit. Ihr Gastspiel als Dollmann ist hiermit beendet. Sie reden in Rätseln. Erklären Sie mir, was Sie hier suchen. Sie. Davis? Miss Castle? Wir werden jetzt nach England segeln und dort wird man Sie vor Gericht stellen. Das machen Sie sich doch nicht lächerlich. Wovon reden Sie überhaupt? Ich rede von Ihrer britischen Majestät, Lieutenant Castle, der nach seiner Entlassung aus der Royal Navy nach Deutschland übersiedelt, sich dort Dollmann nennt und die kaiserliche deutsche Marine mit allen Informationen versorgt, die sie braucht, um eine Invasion Englands erfolgreich zu planen und durchzuführen. Man nennt so etwas, glaube ich, Landesverrat. Wollten Sie etwas sagen? Ich höre zu. Bitte. Seien Sie nicht so selbstsicher. Ihr Problem ist, Dollmann, dass Ihnen nicht einmal mehr die Deutschen trauen. Zurzeit findet auf Memmertsand das erste Invasionsmanöver statt. Unter Beifall von allerhöchster Stelle. Im Übrigen fand Majestät es sehr taktvoll, dass von Brüning darauf verzichtet hat, seinen englischen Freund einzuladen, der ihn so reizend unterstützt. Majestät wollten über diesen Aspekt gar nicht genauer informiert werden. Welche Majestät? Wilhelm II. Ich
komme gerade von dort mit einem Ruderboot. Das ist etwas anstrengend, aber ich bin ja in Übung. Erinnerst du dich noch an unsere Ruderpartie nach Memmerzand, Davis? War das ein Nebel, nicht wahr? Dollmann, als dieser Schuss fiel, der keiner war und Grimm losgerannt war, nahm von Brüning Böhme kurz mit hinaus und lud ihn zu dem Manöver ein. Und soll ich Ihnen etwas sagen? Ich fühlte mich auch eingeladen. Ich bin soweit. Willst du dich nicht umziehen, Vater? Ich werde dafür sorgen, dass Sie Ihren Lohn bekommen, Karasas. Leider nutzen die besten Beobachtungen nichts, wenn man nicht die richtigen Schlüsse ziehen kann. Ich werde mich auf der Medusa umziehen. Die Medusa liegt trocken. Wir nehmen die Dulcibella. Wir warten, bis die Medusa aufschwimmt. Ich fürchte, wir haben nicht die Zeit, Lieutenant. Gut. Ich stehe zu Ihrer Verfügung. Aber wenn Sie mich schon mit meinem Titel anreden müssen, dann Commodore Sie nach. Also bitte, Commodore. Wo wir doch alle Admiral sind, nicht wahr, Davis? Soll ich den Anker besorgen, Davis? Ja. Und die Fock? Ja. Könnt ihr nicht mal vielleicht bitte reingehen? Kommen Sie in die Kajüte. Na los. Wollen Sie das Rettungsboot nicht mitnehmen, Davis? Ich denke nicht daran, es ist viel zu schwer. Wir können es natürlich auch hier lassen. Er hat recht, Davis. Wir müssen es ein Stück mit rausnehmen. Ja, dann muss ich das Ding hier lassen. Ja. Fertig? Ich verstehe es nicht, Davis. Es geht zu leicht. Was sollen wir denn anderes tun? Sie sollten jetzt auch unter Deck gehen, Dollmann. Nachdem uns die halbe Stadt schon gesehen hat. Ich lasse jetzt das Schwert herunter, Davis. Ja, bitte. Nun, Herr Carruthers, zufrieden? Willkommen auf englischem Boden, Lieutenant Castle. Noch ein recht schwankender Boden, finden Sie nicht? Der beste, den wir im Augenblick haben. Leider nicht gut genug. Man wird uns spätestens vor der Emsmündung aufbringen. Wissen Sie, wie viele Kanonenboote die Deutschen zur Küstenwacht haben? Ich habe bisher nur eins gesehen. Die Blitz. Jedenfalls werden wir uns nicht langweilen. Sie haben einen Fehler gemacht. Sie hätten nicht versuchen sollen, Davis umzubringen. Sie haben recht. Das war eine schlechte Improvisation von mir. Einfach Pfusch. Du hast es gewollt? Er passte nicht in mein Konzept.
dann ist in dein Konzept passte. Deswegen. Deswegen. Ich muss hier raus. Warum haben Sie es nicht noch einmal versucht? Besser, ohne zu improvisieren? Ich hätte Clara nie nach Norderney holen dürfen. Sie haben recht, sie hat uns sehr geholfen. Sie hat sie eben dazu gebracht, einen Mordversuch zu gestehen. Vor Zeugen. Sie ist sehr geschickt, nicht wahr? Denken Sie immer noch an Ihr Gericht? Ich denke nur daran. Es wird nie eine Verhandlung geben, Carapaz. Nie. Es wird alles gut werden. In ein paar Tagen sind wir in London. Sparen Sie sich Ihr Gerede. Nichts werde ich vergessen. Nie. Verzeihen Sie. Wo sind wir? Wer ab Borkum? Dann sollten wir jetzt unsere falsche Spur legen. Halt! Was machen Sie da? Vielleicht lenkt es Sie ab. Warum helfen Sie uns? Ihnen ist nicht mehr zu helfen, Davis. Ich versuche nur noch die Katastrophe etwas hinauszuzögern. Da, irgendwo da vorne, da werden Sie auf uns warten. Rindfleisch mit brauner Soße à la Dulce Bella. Oft kopiert, aber nie erreicht. Essen Sie was. Essen Sie den Teller leer. Wir haben nur zwei. Die da draußen haben auch Hunger. Kommen Sie. Ein Löffelchen für Papa. Naja, für den vielleicht nicht, aber ein Löffelchen für Onkel Davis. Lassen Sie den Kopf. Ich habe nie behauptet, dass das Zeug schmeckt, aber Sie essen das jetzt trotzdem! Das Glas, schnell! Was ist los? Ihr bleibt hier unten. Die Blitz? Ja, die Blitz. Wir sehen es aber nicht. Sie sehen uns nicht, sagen Sie? Verdammt. Und nun, Sie Stratege, wie geht's nun weiter? Wir müssen in flaches Gewässer unter die Küste. Sehr gut, junger Mann. Und zwar möglichst unter die Niederländische, nicht wahr? Gehen Sie auf Südwestkurs. Liegt bereits an, Herr Kollege. Das war der berühmte Schuss vor den Bug. Wollen Sie nicht Ihre Entenflinte holen, Herr Carras? Das werden die nicht wagen. Ich glaube doch. Kommen Sie in die Kajüte. Ich bleibe, wo ich bin. Sie kommen mit nach unten. Ich werde nicht zulassen, dass wir ihretwegen zusammengeschossen werden. Ich glaube, Sie sind derjenige, der sich am wenigsten an Deck zeigen sollte, nicht wahr? Das war also Ihr Plan, Dollmann. Wie? Ihr zweiter Versuch, aber den überleben Sie selbst nicht. Mit einem guten Fernglas kann man Sie auch dort erkennen, wo Sie jetzt sind, Herr Carras. Aha! Was gibt's?
Es wird ihm zu flach. Wir haben es geschafft. Sie drehen ab. Was haben wir geschafft? Sehen Sie mal lieber genau hin. Wir müssen doch längst im holländischen Hoheitsgebiet sein. Es ist sicher nicht mehr weit. Warum ist der Kahn auch nicht schneller? Carruthers, ist das Schwert noch oben? Ist es bald vorbei? Haben wir noch eine Chance? Man hat immer noch eine Chance. Dollmann! Mann über Bord! Nein! Er ist über Bord, wir müssen nicht. Ihn suchen! Nicht doch! Wir sollen ihn suchen, Erwin ist so! Davis, sie sind da, sie haben uns. Blitz. Die Blitz ist kürzer. Ein kleiner Kreuzer. Vielleicht die Niobe. Aha. Und was nützt uns die Erkenntnis? Wir müssen auf Südkurs, unter die Küste. Das sind mindestens 5 Seemeilen. Die Segel runter. Lichter löschen, alles aus. Richtig, Davis. Alles aus. Schweine. Die knallen uns ab. Die haben irgendwie eine englische Flagge. Was heißt irgendwie? Na ja, da oben. Kommt aus England, mein lieber Carruthers. Aus England! Es sind unsere! Es sind unsere! Mit 5 Matrosen und 3 Zivilisten in der Messe. Bitte hier entlang. Gentlemen, Vorsichtsstufe. Wenn Sie bitte durchtreten wollen, Gentlemen.
Wenn Sie mir eine Frage erlauben, Sir. Sie sind nicht zufällig Mr. Carruthers. Ob ich nicht zufällig? Wieso überhaupt zufällig? Ich bin Carruthers, zufällig. Aber woher haben Sie meinen Namen, wenn ich mir die Frage erlauben darf? Oh, selbstverständlich, Sir. Unser Lieutenant Commander wird Sie Ihnen beantworten. Wenn Sie einen Moment warten wollen. Hatten Sie eine angenehme Reise? Ob wir eine was hatten? Nicht, Sir. Entschuldigen Sie, Sir. Schon gut, Sir. Sub-Lieutenant mit 5 Matrosen und 3 Zivilisten von Bord der Segeljacht Dulce Bella in der Messe, Sir. Ist gut, Sub-Lieutenant. Nehmen Sie Ihre Männer, Sie können gehen. Ich bin Lieutenant Commander Wellington. Ich führe den Befehl auf diesem Schiff. Sub-Lieutenant mit 5 Matrosen aus der Messe, Sir. Sie befinden sich auf Ihrem Majestätsschiff Andromachne. Darf ich nun auch um Ihren Namen bitten? Carruthers, Miss Castle, Mr. Davis. Miss Castle, sind Sie vielleicht irgendwie... Commander... Nein, naja, schon gut. Woher kennen Ihre Leute meinen Namen? Ich hatte Order, nach der Segeljacht Dulce Bella Ausschau zu halten, festzustellen, ob Sie an Bord sind und Sie in diesem Falle unter Arrest zu stellen und auf dem schnellsten Wege nach Whitehall zu bringen. Dieser Befehl bezieht sich auch auf alle Personen in Ihrer Begleitung. Wofern Sie die britische Staatsbürgerschaft besitzen. Miss Castle, Mr. Davis, ich gehe davon aus, dass dies bei Ihnen der Fall ist. Unter Arrest? Was ist das für ein Unsinn? Ich bin nicht autorisiert, diesen Befehl zu kommentieren. Meine Herren, wenn Sie mir Ihr Ehrenwort als Offiziere, Ihr Ehrenwort als Gentleman geben, keinen Fluchtversuch zu unternehmen, dann können Sie sich hier an Bord frei bewegen. Das gilt natürlich auch für Sie, Miss Castle. Hast du was Neues? Nein. Wo ist Clara? Keine Ahnung. Wo sind denn deine Freunde? Die sitzen in den Ministerien auf ihren Ärschen. Wie kommen wir denn hier raus? Ich weiß es nicht, David. Ich weiß überhaupt nichts mehr. Sie dürfen nicht miteinander sprechen, Sir. Tut mir leid, Sir. Im Wiederholungsfall muss ich schießen, Sir. Sir James. Ich sagte, setzen Sie sich. Das hier ist nicht meine Party, ich bin nur der Vorkoster. Man wird Ihnen ein Geschäft vorschlagen. Ich möchte Sie beide bitten, darauf einzugehen. Das Geschäft ist sittenwidrig wie jedes anständige Geschäft. Werden Sie akzeptieren? Welche Art von Geschäft? Entweder Sie kaufen die Katze im Sack, oder Sie bleiben in Ihren Zellen, bis Sie verrecken. Wir akzeptieren. Soll das etwa heißen, dass Sie nicht akzeptieren? Nein, nein, er akzeptiert. Jawohl. Na, also. Kommodore.
Sir James, das ist Commodore Castle. Überrascht? Ich dachte, Sie wären Lieutenant. Zu Ihnen, Mr. Davis. Sie sehen mich im Range eines Kommodores der britischen Marine. Sie sehen mich heute zum ersten Mal. Sie haben mich nie zuvor gesehen. Sie haben mich vor allem nie unter dem Namen Dollmann in Deutschland gesehen. Sie werden die ganze Geschichte vergessen. Sie werden im Range eines Lieutenant der britischen Marine beitreten. Damit haben wir Sie sozusagen an der Leine. Außerdem halte ich Sie für ein Tüchchen Seemann. Akzeptieren Sie? Nein, denn da hätte ich noch verschiedene Fragen. Keine Fragen, Mr. Davis. Nur Ihre Hand. Ihre Hand, Davis. Sehr gut. Sir James? Mr. Davis. Mein Auftrag in Deutschland war, der deutschen Marine einen Plan zur Invasion Englands schmackhaft zu machen. Das ist mir auch gelungen. Unser Interesse war es, die deutsche Strategie gegenüber England zu kanalisieren, in bestimmte Bahnen zu lenken, sodass wir sie mit dem geringsten Aufwand und der größten Wirkung hätten bekämpfen können. Ich sage Ihnen, Karasas, wir hätten diese deutsche Armee in ihren armseligen Schuten im Ernstfall innerhalb von Sekunden versenkt. Ich hatte schon Jahre an dieser Sache gearbeitet, als mir Davis in die Quere kam. Davis und ich haben also einen Plan des britischen Kriegsministeriums vereitelt. Ja, allerdings gab es da einen anderen Aspekt. Ich bekam in der letzten Zeit das Gefühl, dass von Brünning nicht mehr an die Sache glaubte. Ihm war nach einer Reihe von Versuchen und Übungen das Risiko viel zu hoch. Er wollte die Sache abblasen. Und warum hat er es nicht getan? Man hätte ihn für das Scheitern der Pläne verantwortlich gemacht. Es hätte ihn seine Karriere gekostet. Nachdem er mich aus dem Wasser gefischt hatte, fragte er mich um meinen Rat. Wir beschlossen, sie entkommen zu lassen. Ihre Verhaftung war nicht geplant. Sie sollten geradewegs zur Zeitung rennen und alles erzählen. Sie werden das übrigens in den nächsten Tagen nachholen und so von Brüning Gelegenheit geben, die Sache fallen zu lassen und seine Hände in Unschuld zu waschen. Aber wir werden ihn vor seinem obersten Befehlshaber blamieren. Nicht ihn. Böhme. Böhm? Ein Ingenieur? Der Mann ist doch kein Ingenieur. Ein preußischer Beamter. Er war für die Geheimhaltung zuständig. Ein Dilettant, wenn Sie mich fragen. Auf jeden Fall der Verlierer. Sind Sie das nicht auch? Was reden Sie da, Mann? Ich teile mit von Brüning ein Geheimnis, das niemand in Deutschland wissen darf. Wie er sich aus dieser Sache zog, um seine Karriere zu retten. Der Mann bringt es noch bis zum Admiral. Wissen Sie, was es bedeutet, einen deutschen Admiral zum Freund zu haben? Ihn in der Hand zu haben. Ich habe mehr erreicht, als ich je zu hoffen wagte. Ich werde im Kriegsministerium eine Abteilung aufbauen, die sich ausschließlich mit Operationen dieser Art beschäftigen wird. Sie werden meinem Stab beitreten. Ihre Zuständigkeit ist Deutschland. Kommen Sie mal her. Die Augen! Nicht. Ihre erste Hausaufgabe. Schneidern Sie den beiden eine Geschichte, wie Sie sich kennengelernt haben. Legen Sie mir diese Geschichte zur Genehmigung vor. In allen Einzelheiten. Und dann hämmern Sie sie ihnen ein. Wir wollen in Zukunft alle Improvisationen vermeiden. Vielen Dank, Sir. Entschuldigen Sie, Sir. Ich werde mich bemühen, Sir. Aus Ihnen wird noch was, Karasas.
Sie hätte den anderen nehmen sollen. Dieser Davis hat keinerlei gesellschaftlichen Verbindungen. Er ist jetzt Seeoffizier, das genügt. Jedenfalls wäre es in einer Berliner Kirche voller geworden. Erzählen Sie mir doch nichts von Brüning. Sie hatten doch nie ernsthafte Absichten. Kommen Sie. Wir haben noch sehr viel miteinander zu besprechen. Stehe ganz zu Ihrer Verfügung. So. Danke Ihnen, Herr Brüning. Nicht zu danken. Fühlen Sie sich ganz wie zu Hause. Withers, mein Diener, wird sich um alles kümmern. Vielen Dank, Carruthers. Ist ja nur für die erste Zeit, bis wir was Eigenes gefunden haben. Bleibt in der Wohnung, solange ihr wollt. Ich brauche Sie erst zur nächsten Ballsaison. Werden Sie uns besuchen kommen? Jederzeit und gerne. Sie erreichen mich in meinem Club. Herr Carruthers? Eine Frage. Wie heißen Sie eigentlich mit Vornamen? Etwas bizarr, fürchte ich. Na? Conway. Conway. Man trifft dich heute bei Lady Ashton. Ach nein. Wir kämen doch gerade rechtzeitig. Also, ich bin dabei. Also los. Stop dancing, boy. Never shout. There's no hope, no place to go. Lost in ambition, strange friends. Don't lose your vision in a shit.